Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind in Abbasigals Lagerstätte. Und ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Das ist unser letzter richtiger großer Dungeon, der vor uns liegt. Also nach Sintas Enklave kommt Abbasigals Lagerstätte als großer Dungeon. Danach kommen noch zwei kleinere, wenn ich es richtig gelesen habe. Und dann sind wir schon mit dem Spiel durch. Schon in Anführungszeichen. Okay. Das erste, was wir regeln, ist Aries Level Up. Ich frage mich hier, ob wir irgendwann mal Max erreichen. Das wären 8 Millionen, also noch 2 Millionen, die fehlen würden gerade. Jedenfalls bei Talisa, die am meisten Erfahrungspunkte eigentlich hat. Wobei bei Yahira sind es auch schon 8 Millionen. Bei Minz 6 Millionen, bei Minz sind es fast. Bei Kato dann auch fast. Die sind beide fast gleich auf. Bei Imoen ist größeres Unbehagen gewirkt. Die ist halt, hinkt halt hinterher, weil sie eben erst wieder später in unsere Gruppe gekommen ist. Ist aber auch bei, naja, gut, bei 5,16 Millionen. Und Ari ist auch schon bei 6 Millionen. Also ja, wir machen gut Fortschritte. Mal sehen, ob wir noch irgendwie rankommen, aber ich bezweifle es. Jetzt erstmal Level Up. Ein Zauber der Stufe 9. Juhu, wir können endlich Stufe 9 Zauber. Und geben ihr auch mal verbesserte Beschleunigung. Einfach mal. Kriegt einen Trefferpunkt, 3 Sagenkunde. Und ich glaube, ich habe vergessen, hier den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Aber sie kriegt wahrscheinlich eh nur einen Lebenspunkt. Von daher lassen wir es mal dabei. Das war Priesterzauber. Ich rede von den Zaubern hier. Ja. Tor. Verbesserte Beschleunigung. Ein richtiger Wunsch. Absolute Immunität. Das ist ziemlich toll. Während der Zauber wirkt, kann der Zauber nur von magischen Waffen plus 5 oder besser verwundet werden. Der Zauber ist zwar äußerst mächtig, habe aber deswegen nur eine sehr geringe Wirkungsdauer. Ja, 4 Runden. Da der Zeitaufwand für den Einsatz des Zaubers sehr gering ist, ist er gerade in der Hitze des Gefechts äußerst nützlich. Der Zauber bedeutet für den Magier auf den Unterschied zwischen Leben und Tod. Absolute Immunität funktioniert nicht in Verbindung mit dem Zauberschutz von magischen Waffen. Der Schutz hält an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Ja. Aber nee, einen Zeitstopp hätte ich lieber. Weil Zeitstopp ist ja recht mächtig. So, unser Gebirgsbär hat sich in Luft aufgelöst. Der zweite, der erste ist ja gestorben. Ja. Und wir heilen jetzt erstmal hoch. Und ja, ich nehme hier mal die kleineren Zauber. Was kann ich tun? Weil ich will jetzt nicht unbedingt gleich schon rasten. Wir haben ja genug Heilungszauber. Die wir alle erstmal auf Talisa verballern können. Na gut, einen noch von Airy. Da sind ja auch bei Airy schon alle. Da die jetzt mittlere wurden heilen auf Yahira. Was kann ich tun? Ja gut, einmal mittlere Wunden heilen nochmal auf Yahira. Dann eine auf Minz. Minz auf den Keldorn. Vita,
Nochmal auf Keldorn. Dann nochmal auf dich selber. So, du nochmal auf Keldorn. Da sind wir alle wieder voll, oder? Ja. Tränkemäßig fehlen ein paar. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ja, holen wir Tränke hier raus. Erstmal 5 Stück. Du hast noch, dir fehlen 3, dir fehlen 2, da fehlt nur einer und das war's auch schon. Der eine, den können wir uns jetzt gerade sparen. Obwohl, ich hole ihn auch noch raus. So. Ich werde wahrscheinlich eh dann die ganzen guten Tränke aus unserem Lagerbestand holen. Die da hebe ich auf, die 40 Stück hier drin. Sind sie gut aufgehoben. Die guten Tränke aus unserem Einsprengsel irgendwann holen. Also wenn wir Basigas Lagerstätte hinter uns haben. Und die Konzentrierten gegen die Hochkonzentrierten. Oder wie sie nochmal heißen. Extra starke Heiltränke tauschen. Ich warte. Keine große Herausforderung. So, wir sind geheilt. Wir sind gelevel-upt. Wir machen einen Quicksave. Und dann können wir ja in Abbasigals Lagerstätte eindringen. Kriegen wir noch eine Cutscene wieder, oder? Dakonis ist gefallen. Verschießt den Enklave. Sie dürfen Fürst Abbasigal nicht erreichen. Hörer, wer... Was? Ein Wehrlindwurm? Okay. Hat er auch da gesprochen? Ekim Sire. Ah, er hat sich in einen Wehrlindwurm dann verwandelt, oder? Ja, scheinbar. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Trag der was des Wasseratems leer. Muss wohl was anderes ausprobieren. Gut, den töten wir auch, den Erdelementar. Hier sind noch jede Menge Erdelementare. Das wird euch. Und hier sind jede Menge brodelnde Becken. Da ist schon mal verschlossen. Losbuck ist aus. Verstanden. Es wurde Alarm gegeben und Abbasigals Lagerstätte ist versiegelt. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Okay. Auf geht's. Schön. Ja, da können wir auch nicht durch. Und das hat gerade Yahira getötet. Gut. Keine große Herausforderung. Wer hat das gerade gesagt? Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, da war eine Falle. Ich Heilung. Erstmal bin ich neugierig, wer hat gesagt, sterbt Eindringlinge? Sterbt Eindringlinge. Keine große Herausforderung. Jetzt aber niemand mehr. Oder sagt das der tote Drakonis die ganze Zeit, immer und immer wieder? Also ja gut, Abbasigal... hat fallen. Ja, was immer. Sieht er seinen beeindruckenden Eingangstor? Na, lassen wir die Gegner erstmal zu uns kommen, würde ich sagen. Muss wohl was anderes ausprobieren.
das an. Wenn ich der Gruppe die sind schon erledigt. Okay. Das erste Mal war nach dem Glück und jetzt das zweite Mal. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Schon erledigt. Ja. Hey, moin. Verstanden. Such du mal die Falle. Danke. Ja. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Erwischt! Und dann bin ich tot. Okay. Warum auch immer der jetzt so stark geworden ist. Ja. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich warte. Ja. Stirb. Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, okay. Verstanden. Okay, vergiftet. Gut, diesmal hat er schnell den Löffel abgegeben. Trink lieber zweimal. Finde ich gerade effektiver als zu heilen. Ja. Ich finde es lustig, ich habe doch eigentlich nee, das ist Schutz. Doch, Schutz vor Gift. Und trotzdem wäre ich so böse vergiftet. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Das wird muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay. Los, spuck es aus. Machen wir die KI mal wieder an. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich weiß nicht, habe ich das eigentlich jemals erwähnt? Das hier unten ist der KI-Button. Also wenn ich den einschalte, also wenn das so umrahmt ist, dann greifen meine Fernkämpfer an und meine Nahkämpfer verteidigen sich. Wenn er auf aus ist, dann machen sie gar nichts und stehen doof rum, wenn ich ihnen keine Befehle gebe. Geht's. Das ist vor allem gerade dann praktisch, wenn die Mo in dem Kampf nach Fallen suchen soll. Wie der Falle hier oben zum Beispiel an dem Tor. Au, er litt noch Schaden. Wo ist die Falle? Okay, sie ist weg. Unter der Erde rumzufliegen ist nichts für die Avarie. Ist was los? Geht klar. Ja, und aufkriegen tun wir sie auch nicht. Gut. Ich mache sicherheitshalber hier einen Quicksave. Ich habe jetzt hier 4 Becken, mit denen ich interagieren kann. Obwohl das Wasser trüb ist und der Dampf von der heißen Quelle die Sicht stark behindert, entdeckt ihr doch einen Tunnel unter der Wasseroberfläche. Ihr könnt ihn durchtauschen und erforschen, was dahinter liegt. Obwohl der Tunnel gerade verläuft und ihr das Fernlicht am Ende des Tunnels sehen könnt. Mir ist halt die Klappe. Also nochmal. Obwohl der Tunnel gerade verläuft und ihr das ferne Licht am Ende des Tunnels sehen könnt, müsst ihr doch erkennen, dass die Strecke zu weit ist, um zu schwimmen. Wenn ihr euren Atem nur ein wenig länger anhalten könntet, würdet ihr es schaffen. Ja, dafür wäre das Ding eigentlich. Trank des Wasseratems. Leeres Fläschchen wird das Trank des Wasseratems. In dieses Fläschchen kann der Trank des Wasseratems gefüllt werden. Ihr müsst nur noch einen magischen Brunnen finden, wo ihr es auffüllen könnt. Der Trank würde es euch ermöglichen, durch lange
mit Wasser gefüllte Tunnel zu tauchen. Mhm. Nur einen leeren Tank trinken bringt nicht viel. So, was ist mit dem hier? Durch den können wir auch nicht, weil da steht auch, wir müssten zu lang schwimmen. Oh, durch den schwimmen wir einfach durch. Ihr taucht so rasch wie möglich zum anderen Ende hindurch. Okay. Oh, Nager. Nee, Frostsalamander. Zeit aufzu. Okay, okay. Den Schaden würde ich fast schon als putzig ansehen. Okay, aus der Höhle gibt es sogar einen Weg raus. Ach, gut.